Im Frühjahr entdeckten Astronomen aus Afrika und China einen ganz neuen Kometen, der das Zeug zum ersten großen Kometen seit Hale-Bopp hat. Von der Oortschen Wolke fliegt dieser Klumpen aus Schnee und Eis langsam in Richtung Sonne. Im September 2024 werden wir ihn am Nachthimmel sehen und möglicherweise strahlt dieser Komet sogar so hell, dass er am Tage sichtbar sein wird. Was dieser ungewöhnliche Besucher vom äußersten Rand des Sonnensystems wirklich bedeutet und womit wir alle rechnen müssen, erfahrt ihr in diesem Video. Der hellste Komet aller Zeiten. Der neu entdeckte Komet rast direkt auf die Erde zu und könnte heller strahlen als die hellsten Sterne. Wenn er auf seiner Reise zur Sonne bei uns vorbeikommt, wird er wahrscheinlich zum hellsten Objekt am Nachthimmel und möglicherweise wird dieser Komet so hell erstrahlen, dass er, wie gesagt, sogar tagsüber bei Sonnenlicht zu sehen ist. Dieses ungewöhnliche Himmelsobjekt wurde erstmals 2023 entdeckt, als es etwa 7,3 astronomische Einheiten von unserem Planeten entfernt war. Eine astronomische Einheit entspricht der durchschnittlichen Entfernung zwischen der Erde und der Sonne. Der Komet war zum Zeitpunkt seiner Entdeckung also noch 7,3 Mal weiter weg als die Sonne von der Erde. Entdeckt wurde der Komet in der Nacht des 22. Februar 2023 von einem robotergesteuerten Asteroiden- und Kometenfrühwarnsystem, das in Südafrika stationiert ist. Die Anlage namens ATLAS wurde speziell entwickelt, um erdnahe Asteroiden rechtzeitig im Voraus zu erkennen und uns zu warnen. Erfasst die Anlage ein Gesteins- oder Eisbrocken im Umfeld der Erde, berechnet sie blitzschnell dessen Bahn. Stellt sich dabei heraus, dass ein Komet oder Asteroid der Erde sehr nahe kommen wird oder sogar Kollisionsgefahr ausgelöst wird, wird umgehend ein Alarm ausgelöst. ATLAS löst aber nicht nur Alarme aus, sondern registriert grundsätzlich alle Entdeckungen von Kometen und Asteroiden, selbst wenn sie noch weit entfernt sind und bei ihrer Entdeckung bereits klar ist, dass sie die Erde verpassen werden. Der neue Komet war aber nicht nur dem ATLAS-System aufgefallen, auch das Purple Mountain Observatorium in China hatte den Kometen gesichtet. Die Meldungen der Entdeckungen überschnitten sich. In China wurde der Komet erstmals am 9. Januar 2023 registriert und um beiden Entdeckern gerecht zu werden, wurde der Komet Chuxingchan ATLAS genannt. Der wissenschaftlich korrekte Name lautet sogar noch etwas komplizierter: Komet C2023A3 Chuxingchan ATLAS. Das Benennungssystem für Kometen und Asteroiden folgt einem weltweit strikt definierten Muster. Es beginnt mit einem Präfix, der das Objekt anzeigt. In diesem Fall bedeutet C einen nicht-periodischen Kometen, der mehr als 200 Jahre benötigt, um die Sonne zu umkreisen und möglicherweise eine unregelmäßige Umlaufbahn hat. Auf das Präfix folgt das Entdeckungsjahr, was in diesem Fall 2023 ist. Die Buchstaben-Zahlen-Kombination steht für die Entdeckungszeit. Jeder Monat wird alphabetisch in zwei Hälften unterteilt. A steht für die erste Hälfte des Januars, B für die zweite, C für die erste Hälfte des Februars und so weiter. Die begleitende Zahl gibt die Entdeckungsreihenfolge in diesem Zeitraum an. Schließlich kann auch der Name des Observatoriums oder Teleskops, das das Objekt entdeckt hat, hinzugefügt werden. Daher bedeutet C2023A3 Chuxingchan ATLAS, dass es sich um einen nicht-periodischen Kometen handelt, der das dritte Objekt ist, das in der ersten Hälfte des Januars 2023 von Chuxingchan und ATLAS gemeinsam entdeckt wurde. Anfangs wurde angenommen, dass es sich bei dem Objekt um einen Asteroiden handelt, aber spätere Beobachtungen vom Paloma-Observatorium in Kalifornien zeigten eine dichte Zusammensetzung und einen kurzen Schweif, was darauf hindeutet, dass dieses Objekt tatsächlich ein Komet ist. Basierend auf seiner Bahn wird angenommen, dass Komet Chuxingchan ATLAS eine Umlaufzeit von etwa 80.000 Jahren besitzt. Wann wird uns der Komet erreichen? Im März 2023 befand sich der Komet zwischen den Umlaufbahnen von Jupiter und Saturn. Seitdem bewegt er sich mit 290.644 Kilometern pro Stunde oder ungefähr 80,74 Kilometern pro Sekunde auf uns zu. Bei seiner Entdeckung war Chuxingchan ATLAS etwa 1,1 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Bis er die Sonne erreicht und dann einen Bogen um sie herumdreht und wieder in die äußeren Bereiche des Sonnensystems fliegt, wird noch mehr als ein Jahr vergehen. Das Perihel, bei dem der Komet die nächste Position zur Sonne erreicht, wird er am 27. September 2024 erreichen. Dann ist er etwa auf Höhe des Merkur und nur noch 58 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Durch die gravitativen Kräfte der Sonne wird der Komet umgeleitet und entfernt sich dann wieder. Nach dem Perihel wird Komet A3 relativ nahe an unserem Planeten vorbeiziehen und am 13. Oktober 2024 seinen erdnächsten Punkt erreichen. Durch die Nähe zur Sonne kann der Komet seine Leuchtkraft kurzzeitig um 17 Größenordnungen steigern.
Dieser Effekt kommt zustande, wenn die Materialien des Kometen Sonnenlicht aufnehmen, es abstrahlen oder mit ihnen interagieren. Die brennende Frage ist natürlich, ob Tsuchinchan Atlas mit der Erde kollidieren wird oder nicht. Doch hier können wir Entwarnung geben. Derzeitige Bahnberechnungen haben ergeben, dass der Komet in einem sicheren Abstand bleiben wird. Trotzdem wird der Besucher vielleicht zu einem unvergesslichen Spektakel, denn er könnte sich durch seine Helligkeitszunahme zum nächsten großen Kometen entwickeln und uns einen Anblick bieten, der so sicher nicht alle Tage vorkommt. Das Himmelsschauspiel live erleben. Derzeit spekulieren Wissenschaftler, ob Tsuchinchan Atlas in die Kategorie der großen Kometen fallen wird. Große Kometen gehören zu den hellsten ihrer Art und können auf der Erde mit bloßem Auge beobachtet werden. Einige dieser großen Kometen waren in der Vergangenheit so hell und der Erde so nah, dass sie selbst am Tag und in der Dämmerung gut sichtbar sind. Die endgültige Antwort darauf werden wir vor Herbst 2024 aber nicht bekommen. Zu viele Unbekannte umgeben diesen Besucher vom Rande des Sonnensystems noch. Je näher der Komet kommt, desto mehr werden wir wissen. Viele Menschen, die den Kometen C2022E3ZTF noch in Erinnerung haben, fragen sich, wann das nächste hellleuchtende Himmelsobjekt uns mit seinem Strahlen in seinen Bann ziehen wird. Der Komet, der den Beinamen der grüne Komet bekommen hat, war von Ende 2022 bis Anfang 2023 am Nachthimmel sichtbar. Tsuchinchan Atlas könnte sogar noch heller sein. Einige der optimistischsten Vorhersagen deuten sogar darauf hin, dass er der hellste Komet seit langer Zeit sein könnte. Es gibt sogar Gerüchte, dass dieser Komet zum ersten Mal seit 1997 endlich wieder ein richtig großer Komet sein könnte. Richtig groß bedeutet leuchtend und strahlend wie Hale Bopp, der uns 1997 über einen Zeitraum von fast 18 Monaten mit seinem leuchtenden Spektakel erfreut hat. A3 Tsuchinchan Atlas Weg über das Himmelsfirmament. Derzeit ist Tsuchinchan Atlas noch so schwach, dass er nur durch große Teleskope gesehen werden kann und in den nächsten Monaten wird sich das wahrscheinlich nicht groß ändern. Wenn ihr also nicht gerade wieder Zugang zu einem Hochleistungsteleskop habt, müsst ihr euch noch etwas gedulden, bis der Komet für euch sichtbar wird. Ab 29. Oktober taucht er im Sternbild Sextans auf, wandert dann weiter bis zur Jungfrau, dem Schlangenkopf und dem Schlangenträger. Verhält sich der Komet wie erwartet, sollte er im Frühsommer 2024 auch für kleine Teleskope sichtbar werden. Ende September 2023 dieses Jahres könnte er sogar für kurze Zeit mit bloßem Auge oder durch ein Fernglas kurz vor Sonnenaufgang tief im Osten sichtbar sein. Ob er zu diesem Zeitpunkt bereits den für Kometen typischen Schweif zeigen wird, ist noch ungewiss. Vorhersagen zum Verhalten von Kometen sind generell schwierig. Unter Experten ist es klar, dass es fast unmöglich ist, sicher zu sagen, was passieren wird. Alles, was wir tun können, ist geduldig auf die Annäherung dieses himmlischen Besuchers zu warten und bereit zu sein für eine Überraschung. In den meisten Kulturen dieser Welt wird das Erscheinen eines Kometen am Firmament als gutes Omen betrachtet. Die Geburt von Heiligen, Königen und besonders erfolgreichen Eroberern sollen im Laufe der Geschichte öfter vom Erscheinen eines Kometen begleitet worden sein. Ein Besucher aus der Ortschen Wolke. Sachin Shin stammt aus der Ortschen Wolke, einer kugelförmigen Ansammlung von Gesteinsbrocken, Asteroiden und Kometen. Die Ortsche Wolke befindet sich eigentlich schon hinter den Grenzen des äußeren Sonnensystems und außerhalb des Einflussbereichs der Heliosphäre, sie zählt aber trotzdem noch zu unserem Sonnensystem. Gelegentlich können gravitative Störungen, verursacht durch vorbeiziehende Sterne oder das Rotationsverhalten der Milchstraße, diese eisigen Körper aus ihrer stabilen Position in der Ortschen Wolke herausreißen und sie Richtung Zentrum des Sonnensystems schleudern. Einige Kometen kehren dann an den äußeren Bereich des Sonnensystems zurück, während andere lange Jahre oder sogar Jahrtausende Bahnen im inneren Bereich ziehen. Dabei nähern sie sich immer wieder der Sonne an, werden von ihr wieder abgestoßen, fliegen weiter und manchmal werden sie von anderen Himmelskörpern wie Planeten oder dem Asteroidenring eingefangen und wieder gebunden. Die Exzentrizität des Kometen wies zunächst darauf hin, dass er sich auf einer parabolischen Bahn bewegt, was darauf hindeutet, dass er noch niemals zuvor auf einer Reise Richtung Sonne war. Erwarten wir einen hell leuchtenden Kometen, sind das keine guten Nachrichten. Das würde nämlich bedeuten, dass seine Oberfläche wahrscheinlich mit hochflüchtigen Materialien wie gefrorenem Stickstoff, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid beschichtet ist. Wenn dieses Eis weit von der Sonne verdampft, kann ein ferner Komet einen kurzen Helligkeitsanstieg erleben, der dann Erwartungen an einen sehr hellen und großen Kometen weckt. Doch nach dem ersten Verdampfen nimmt die Helligkeit dann deutlich ab.
Wenn aktuelle Berechnungen korrekt sind, bewegt sich Tschuzhin-Chan Atlas aber auf einer elliptischen Bahn, was bedeutet, dass er wahrscheinlich ein Besucher unseres Sonnensystems ist, der diese äußeren Schichten durch frühere Flüge durch das System bereits verloren hat. Hale Bopp bewegt sich ebenfalls auf einer elliptischen Bahn mit einer Periode von etwa 4200 Jahren und auch dieser Komet streift regelmäßig durch das Sonnensystem. Ein weiterer Komet, der aus der Oortschen Wolke zu uns kam, war im Frühjahr 1957 Aron. Obwohl er ein Erstbesucher war und viele Materialien auf seiner Oberfläche trug, die den Helligkeitsanstieg hätten verhindern können, bot er einen atemberaubenden Anblick und erreichte eine Helligkeit der richtig großen Kometen. Ein leuchtender 30-Grad-Schweif zeigte zusammen mit einem 15-Grad-Schweif in Richtung Sonne. Im Januar 2007 kam der Komet McNaught ebenfalls aus der Oortschen Wolke und lieferte eine spektakuläre Show. Dieser Komet produzierte einen so prächtig großen Schweif, dass er kurzzeitig tagsüber neben der Sonne sichtbar war. Wir dürfen uns also freuen, dass der Komet Tschuzhin-Chan Atlas hoffentlich im kommenden Jahr ein ähnliches Schauspiel für uns bereithält. Was glaubt ihr? Werden wir den Vorbeiflug des Kometen beobachten? Und glaubt ihr auch, Kometen können Glücksboten sein?